Hallo und herzlich willkommen auf dem wohl aktivsten Kanal auf YouTube. Da ich ja so regelmäßig Content gepumpt, ja gut, reden wir nicht drüber. Das letzte Video ist, glaube ich, knapp über ein Jahr mittlerweile her. Deswegen wird es Zeit für ein neues Video. Heute kein Film, sondern mal, nein, Review ist es auch nicht, eher ein Vergleichsvideo. Heute schauen wir uns nämlich mal Nestor-Helme gegen Originalhelme an. Die sollte man ja vielleicht schon im Hintergrund sehen. Heute vergleichen wir den M40 und den M42 miteinander. Da stellt sich doch die Frage, warum nicht der M36? Ganz einfach, ein M36 ist ja eigentlich ein M40, nur dass die Lüftungslöcher ein separates Teil sind und nicht angegossen sind. So, dann würde ich mal sagen, verschwenden wir keine Zeit und fangen mal an. Hier habe ich einen Nestor Repro M40 Helm. Man sieht, der ist ein bisschen gealtert. Das Einzige, was ich an dem verändert habe, ist der Kinnriemen, weil der ab Werk einfach scheiße ist. So, was uns auffällt, ist, dass die Kante hier absoluter Rotz ist. Wenn wir nämlich im Vergleich mal hier eine M40-Glocke nehmen, gut, ein paar Leute, die sich vielleicht gut mit Helmen auskennen, wissen, dass das kein originaler M40-Helm ist, beziehungsweise es ist ein originaler Helm, aber eigentlich ein M38-Helm der ungarischen Streitkräfte. Da die aber Lizenzproduktionen sind, ist die Glockenform eigentlich sehr identisch. Die wesentlichen Unterschiede belaufen sich mit den Nieten für das Innenfutter und mit dem kleinen Teil hier hinten dran. So, was einem gleich auffällt, ist halt diese vorher angesprochene Kante, die ist einfach scheiße im Repro. Wenn man sie sich hier mal nebeneinander hält, fällt das einem sofort auf. Sonst kann man aber sagen, dass die Form der Glocke sehr gut gelungen ist, bis auf diese Kante eben. Auch die Lüftungslöcher sind sehr gut gelungen. Die hätten noch ein bisschen größer sein können, also das Loch hätte noch ein bisschen größer sein können. Das Lüftungsloch an sich ist relativ gut, aber da gab es ja auch von Hersteller zu Hersteller Unterschiede. So viel zum Thema M40. Machen wir weiter mit dem M42 Helm. Und ich glaube, da fällt es auf. Die Kante an sich ist dieses Mal im Vergleich zum Originalhelm besser gelungen, aber man sieht hier, ist dieses Eck und das stört einfach. Natürlich hätte man das wegschleifen können, aber ich rede ja über die Helme von der Stange und nicht, was man noch alles dran verändern könnte. Sonst ist auch der M42 eigentlich sehr gut gelungen. Auch hier habe ich nur den Kinnriemen verändert. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was lohnt sich mehr, ein originaler oder ein Repro-Helm? Ganz einfaches Fazit, wer das Geld hat oder Glück hat, kann auf einen Originalhelm zurückgreifen. Am besten Bodenfund, wie zum Beispiel den hier. Den könnte man restaurieren und daraus wieder eine schön brauchbare Reenactment- oder Filmglocke machen. Wem allerdings das Geld oder die Zeit oder das Werkzeug oder die Lust fehlt, kann auch auf einen M40 oder M42 Helm von Nestor zurückgreifen. Da muss man, wenn man es genau haben will, auch noch ein bisschen Arbeit reinstecken, aber im Großen und Ganzen sind die doch relativ tauglich. Natürlich original besser, aber wir wissen ja alle, dass die Helme mittlerweile ein bisschen teuer geworden sind. So, an der Stelle war es das für dieses kurze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich werde mein nächstes Video vor nächstem Jahr posten. Hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge relativ offen. Muss man halt schauen, wie es sich umsetzen lässt mit meinen finanziellen Kapazitäten. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss!